Fahrradfahren ist gesund, umweltfreundlich und zudem preisgünstig. Doch längere Distanzen, Steigungen und Gegenwind sind große Nachteile. Ein Elektrofahrrad könnte da eine gute Alternative sein. Doch was ist das eigentlich? Wir haben uns bei den Fahrradwelten Mons in Trier-Nord erkundigt. Also das Besondere daran ist zunächst mal der Gedanke des Umweltbewusstseins. Das heißt, man hat die Möglichkeit, sich mit einem Antrieb vorzubewegen. Schadet der Umwelt aber nicht so stark, als wenn man einen Verbrennungsmotor benutzen würde. Das gilt sowohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaft. Das heißt, man hat einen ganz geringen Energieverbrauch bei dieser Geschichte. Doch welche Vorteile bietet das E-Bike im alltäglichen Gebrauch im Vergleich zu einem Auto? Wenn ich das Elektrorad jetzt mit dem Auto vergleiche im innerstädtischen Bereich, also da habe ich halt die Möglichkeit, sehr energiesparend und effizient mich vorzubewegen, kann Wege nutzen, die ich mit dem Auto nicht nutzen kann. Mit so einem Rad kann ich mit einer Ladung so zwischen 50 und 140 Kilometer zurücklegen, je nachdem, wie ich es nutze. Und eine Aufladung kostet weniger als 10 Cent, das wird mit dem Auto nicht machen. Dies macht es für viele interessant, doch wer nutzt die E-Bikes? Anfänglich war das so, dass halt so die Senioren diesen Bereich, sage ich mal, für sich entdeckt haben. Mittlerweile ist es aber so, dass ganz viele junge Menschen entdeckt haben, dass sie halt beispielsweise fürs Berufspendeln oder die innerstädtische Nutzung damit sehr günstig, sehr mobil sind. Auch bei der Post oder der Polizei werden solche Räder eingesetzt. Aber wie schnell kann man mit so einem Fahrrad eigentlich fahren? Grundsätzlich kann man damit so schnell fahren, wie man möchte, aus eigener Kraft. Bei 25 hört ein Pedelec auf zu unterstützen. Sie können aus eigener Kraft weiterfahren, das ist überhaupt kein Problem, so schnell die Beine tragen. Es gibt allerdings auch Versionen, die versicherungspflichtig sind, die dann bis 45 km/h gehen. Bei diesen Geschwindigkeiten ist ein solider Rahmen und gute Bremsen natürlich Voraussetzung. Da ein E-Bike etwas komplizierter aufgebaut ist als ein normales Rad, gibt es spezielle Analysevorgänge. Hier wird das Rad an das Diagnosegerät angeschlossen. Damit können Fehler erkannt, danach eingelesen und analysiert werden. Diese werden dann am Computer direkt behoben. Der Motor ist einfach aufgebaut und verursacht nur geringe Geräusche. Einige wichtige Punkte sollte man auch bei einem Kauf von einem E-Bike beachten. Also beim Kauf gibt es halt die eigenen Vorlieben zu beachten. Und so haben wir eine vernünftige Preisklasse, wo halt eine vernünftige Qualität losgeht, dann sage ich mal so ungefähr ab 2000 Euro. Es geht auch günstiger mit Abstrichen, aber vernünftige Qualität, sage ich mal so, um die 2000 Euro. Wenn ich natürlich so ein Rad weniger nutze oder nicht im alltäglichen Gebrauch habe, kann ich auch eine Qualitätsstufe runtergehen. Aber so ab 2000 ist die vernünftige Qualität gegeben. Elektroräder bieten neue Möglichkeiten. Sie sind umweltbewusst, können weite Strecken hinter sich legen und bringen den Fahrer schnell durch den Verkehr. Der Motor, der den Fahrer beim Treten unterstützt, ist auch für ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen ein Vorteil. Außerdem macht das Fahren, wie wir auch beim eigenen Test gemerkt haben, einfach nur Spaß.